Welcher Drachen bist du? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Manny von Manny's HP. Ich mache bei dem Festival der Drachen mit und das war gleich die erste Frage von Katrin von dem Kanal Chaos und Tour. Sie hat zusammen mit Diamonds by Bali das Event gestartet und Katrin hat ein paar Fragen zusammengefasst. Diese möchte ich beantworten und vorher zeige ich dir mal, wo ich aktuell mit meinem Bild bin. Also bei dem letzten Video hatten wir das Stück gemacht, das Fenster. Also ich kann es immer nur wiederholen. Sieht das nicht absolut genial aus? Gestern habe ich dann dieses Stück gemacht. Hier haben wir schon die Katze. Ich finde, es kommt so richtig genial raus. Ich bin begeistert. Wobei ich ja immer wieder sagen muss, das habe ich aber glaube ich schon ein paar Mal gesagt, die Leinwand könnte ich mir auch schon so hinhängen, ohne dass da irgendwelche Diamanten drauf sind. Und ich möchte heute dieses Stück fertig painten. Da fehlen hier noch ein paar Steine zwischendrin. Ich muss mal schauen, wie weit ich heute komme, weil ich nämlich da noch einen Kuchen backen möchte. Also ich möchte Amerikaner backen. Und die sollten natürlich dann auch fertig werden. Aber ein paar Minuten habe ich noch. Und in der Zwischenzeit beantworte ich die Frage. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mache. Ich habe die Fragen auf meinem MacBook. Und da steht seitlich von mir. Da will ich ja hier noch painten. Und die Fragen auch gleich beantworten. Aber gut. Im Endeffekt, ich kenne die Antworten auch, glaube ich, schon auswendig. Bei der letzten Frage fiel mir eine Antwort sofort ein. Also da brauchte ich gar nicht großartig drüber nachdenken. Aber das erfährst du am Ende des Videos. Gut, wenn du jetzt meinen Kanal schon länger verfolgst und weißt, was passiert ist. Die habe ich ja im Vorspann schon gestellt. Was für ein Drache bist du? Ein kleiner, süßer Hausdrache oder großer, gefährlicher Drache? Ja, meine Antwort ganz spontan. Hier geht es schon los. Das war das falsche Feld. Aber noch gemerkt. Meine Antwort darauf ist, ich bin ein süßer Hausdrache, aber wenn jemand meint, er müsste mich ungerecht behandeln, dann kann ich auch zum großen, gefährlichen Drachen werden, sogar zum ganz, ganz gefährlichen Drachen. Also ist nicht dann so, dass ich dann die Person irgendwie Schaden zufüge, nein, aber ich ziehe dann daraus die Konsequenzen. Das habe ich dir auch schon mal in meinem Video erzählt, wo ich die Fragen über mich beantwortet habe. Also, versucht es nicht mit mir zu versauen. Dann bin ich ein kleiner, süßer Drache, der dem niemanden etwas tut. Die zweite Frage lautet, Feuer oder Eis? Bist du eher ein Sommer- oder ein Wintertyp? Ja, also, ich weiß nicht, ob das bedingt durch mein Sternzeichen ist, aber ich bin definitiv ein Sommertyp. Ja, ich weiß, man kann im Winter sich genauso anziehen und mehrere Lagen. Ja, das mache ich alles. Aber Winter ist, wenn mir einmal kalt ist, ist mir kalt. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich 3 T-Shirts anhaben, 5 Pullover und 3 Jacken drüber. Mir ist einfach kalt. Und im Sommer habe ich den großen Vorteil, wenn es mir warm ist, kann ich in den Pool gehen. Die nächste Frage gucke ich gleich, weil ich muss nämlich hier bei dem Symbol aufpassen. Weil das ist nämlich ziemlich identisch mit dem. Und ich habe hier die Steine schon mal falsch gelegt. Das war hier oben, da hatte ich schon mal falsch angefangen. Also, oh, das hast du nicht gesehen, das habe ich gestern gemacht. Aber ich habe es noch gemerkt, ich habe es noch gemerkt. Alles ist gut. Die Frage 3 ist, der Drachenhort. Alles meins oder eins nach dem anderen? Ja, gut, wenn du jetzt meine Homepage kennst, in dem Video ja weniger, aber bei meiner Homepage und dann auch immer mal siehst, was ich mir so kaufe und gekauft habe in den letzten Jahren, beantwortet sich die Frage von selbst. Definitiv Drachenhort. Weil ich bin auf dem Standpunkt, ich kaufe mal lieber die Sachen, wenn es die gibt, als wenn die dann ausverkauft sind und ich mich dann ewig drüber ärgere, dass ich die nicht gekauft habe. Ja, ich weiß, das gibt dann wieder neue Sachen, aber nein, es gibt so manche Dinge,
die will ich einfach haben. Und da ist es egal, ob das das Diamond Painting ist. Da hatte ich zum Beispiel bei Diamond Art Club ein wunderschönes Bild, Alice im Wunderland, gesehen. Der Newsletter kam, ich wollte das Bild bestellen. Und bevor ich zum Warenkorb gerannt bin, war das Bild ausverkauft. Denke ich so, nein. Dann gab es aber die Option, dass man sich benachrichtigen lässt. Also das ist das Alice-Bild mit dem schönen Hintergrund, mit dem typischen Alice-Hintergrund. Ich habe das sogar hier. Ich schätze meine Diamanten ab, zeige ich dir das kurz. Das ist das hier. Und das war immer, also das war ruckzuck ausverkauft. Das Ploppen ist mir, beim zweiten Mal ist mir das auch nochmal passiert. Also ich weiß, bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber doch, mir ist das zweite Mal dann auch passiert. Ich dann denke, ich kann doch nicht nur vorm Rechner sitzen. Nein, ja, ich weiß, wann die neuen Bilder veröffentlicht werden, aber das war ja dann kein neues Bild, das war ja eins dann, was es wieder auf Lager gab. Also, mich nochmal benachrichtigen lassen und beim dritten Mal habe ich das dann endlich bekommen und war heilfroh, weil heute gibt es das nämlich nicht mehr. Also von daher hoffen, was das Zeug hält. Mache ich übrigens auch bei den Stempeln. Also ich meine, ich habe ja so gewisse Hersteller, die erobern mein Herz mit jedem einzelnen Stempel. Also zum Beispiel bei Honeybee oder Wimsy. Na gut, bei Wimsy nicht alle. Aber gerade die Rubber Stamps mit Blumen, ich finde die so genial. Und auch der Stempelabdruck, der ist einfach nur genial. Der ist sensationell. Und was habe ich noch? Lauforn. Lauforn hat so mehr niedliche Motive, die auch. Aber wie jetzt zum Beispiel die Mäuse, das ist was von Lauforn, was mich total fasziniert. Oder von Heavy Doodle. Auch die Tiere, die haben so ein niedliches Gesicht, die sehen so niedlich aus. Also sowas. Oder Mama Elefant, die haben so geile Blumen. So richtig absolut geniale Blumen. Die sehen auf den ersten Blick immer etwas unscheinbar aus. Aber wenn man die dann mal verbastelt hat, dann merkt man erstmal, wow. Oder wenn man bei Mama Event mal auf der Seite guckt, auf der Webseite, da siehst du das auch. Und natürlich bei uns bestellen, ne? Das ist schon klar. Also brauche ich ja hier nicht immer erwähnen. Du kennst das ja schon. Und für alle, die es noch nicht kennen, ich bin Inhaberin des Shops, Mannys Bastelshop. Und deswegen erzähle ich hier auch so frisch und fröhlich frei, welche Marken mir gefallen, weil die einfach bei mir im Shop sind. Die dritte Frage. Ich muss hier wirklich etwas aufpassen mit den Symbolen. Vierte Frage ist: Flug- oder Landdrache? Reist du gerne oder bist du eher ein Stubenhocker? Also ich würde sagen, als erste ganz spontane Antwort Flugdrache, weil ich liebe es zu reisen, ich liebe es, andere Länder zu sehen. Ich habe auch schon viele schöne Orte gesehen und möchte natürlich noch weitere sehen, weil es gibt noch viel zu entdecken. Aber ich habe auch kein Problem mal damit, ein Wochenende zu Hause zu sein, meinen Hobbys nachzugehen und mal niemanden zu sehen. Na gut, also mein Mann schon, ne? Oder wenn meine Familie kommt, dann ist das natürlich kein Thema. Da freue ich mich, aber einfach mal so zu Hause sein, mal etwas abschalten und etwas entspannen. Oder im Sommer gehe ich dann auch gerne mal im Garten was machen. Den haben wir ja hier gleich am Haus. Also, ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher sagen, Flugdrache. Weil dann immer zu Hause und nie was erleben oder was sehen, was kennenlernen, wäre dann auch komisch. Nö, also dann, aber ich muss mich ja nicht entscheiden. Ich kann ja machen, was ich will. Die Frage Nummer 5. Wasser oder Bergdrache? Ja, Wasser. Ganz eindeutig Wasser. Ich liebe das Meer oder überhaupt alles, was mit Wasser zu tun hat. Ich kann mich an einem Meer auch hinsetzen
und mir stundenlang das Wellenrauschen anhören. Das haben wir in USA mal gemacht. Das ist einfach so entspannend. Weil wir hatten auch den Glück, dass an dem Strand, wo wir geheiratet haben, dass der nicht so hoch besucht war. Und da war das erstmal schon für die Hochzeit absolut genial. Und auch für die Ruhe, das Wasserrauschen, einfach herrlich. Das habe ich auch, wo wir in New York waren, da haben wir das auch gemacht. Da ist ja nur auch ein Strand, da sind wir auch hin. Selbst ein Drache muss ich ja mal waschen und abkühlen. Vor lauter Feuerspucken, wenn er heiß gelaufen ist. Die Frage Nummer 6 ist, lass mal gucken, Drachenkräfte, Gedanken lesen oder super stark sein? Ja, also bedingt dadurch, dass ich Menschen sehr gut einschätzen kann, und dann nicht noch ihre Gedanken in jedem einzelnen Aspekt wissen möchte. Also bis jetzt hat auch immer alles, was ich bei Menschen eingeschätzt habe, gepasst. Bei mir gilt die, 5-Minuten-Regel. Ich lerne jemanden kennen, 5 Minuten, und ich weiß, komme ich mit dem klar oder komme ich mit dem nicht klar. Möchte ich Superkräfte haben? Ganz viele Superkräfte. Außerdem habe ich schon Superkräfte. Bin ich ja gerade außerhalb von der Reihe. Oder von der Hammer. Ja, tut mir leid. Okay, ich mache hier Omas weg. Ja, so viel zum Thema Superkräfte. Nein, aber ich möchte Superkräfte haben. Wenn ich jetzt von anderen dann noch die Gedanken lesen könnte. Ja gut, ist manchmal vielleicht. Aber nee. Weißt du, wenn die dann so wirre Gedanken haben und dann so sich irgendwelche Dinge zusammen. Weil manchmal ist es doch so, dass Menschen so wirre Gedanken haben und nur wirres Zeug denken und das will, nee, um Gottes Willen, das will ich nicht wissen. Das sollen die Menschen mal schön mit ihrem Kopf ausmachen. Frage Nummer 7. Drachenfeuer, was bringt dich zum Schmelzen? Ganz einfach, mein Mann, meine Kinder und meine Mutti. Wobei die Reihenfolge, da gibt es keine Reihenfolge, die gehören alle in die gleiche Gruppe. Oder meine Familie kann ich auch noch dazu mitnehmen. Bei meinem Mann ist, wie sehr er mich liebt. Bei meinen Kindern, wie toll die einfach sind. Die sind absolut großartig. Also ich würde mal sagen, da haben wir alles richtig gemacht. Und meine Mutti sowieso, weil meine Mutti ist die beste Mutti aller Zeiten, die ich jemals bekommen konnte. Und nein, ich habe jetzt keinen Vergleich mit anderen, also was heißt Vergleich mit anderen Muttis? Doch, ich sehe schon andere Muttis, ich meine, die sind sicherlich auch toll. Aber ich finde meine einfach großartig. Wie sie das alles meistert, wie sie schon immer ihr Leben gemeistert hat. Sie ist einfach mein Vorbild. Sie hat schon so viel in ihrem Leben meistern müssen und sie hat das alles hingekriegt. Also sie ist da absolut genial. Ich bin total fasziniert von meiner Mutti. Ich weiß nicht, ob ich das alles so, was sie erleben musste, ob ich das alles so weggesteckt hätte. Also ich meine, man weiß es ja nicht. Ne? Also ich meine, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich möchte das auch nicht ausprobieren. Aber sie ist für mich die Superheldin. Und ich bin nicht 3 Jahre alt, dass ich jetzt sage, meine Mutti ist meine Superheldin. Aber sie ist meine Superheldin. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Der mächtige Drache, was ist deine Superkraft? Meine Superkraft ist, dass ich bisher in meinem Leben, wenn irgendwelche Schicksale passiert sind, immer wieder aufgestanden bin. Also wie gesagt, ich habe noch nie das erlebt, was meine Mutti erleben musste. Aber bisher habe ich immer wieder mal kurz einen Durchhänger gehabt. Und dann habe ich aber wirklich bin aufgestanden, habe die Krone gerichtet und bin weitergegangen. Und ich habe schon manche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die erstmal niemand nachvollziehen konnte, wo ich dann auch gehört habe, ja, das kann man doch nicht machen. Ja doch, ich schon, ich kann das. Wenn ich das will, kann ich das. So, und das ist egal, ob das Beziehungen sind, die mir dann irgendwann nicht mehr gut getan haben. Wenn ich das verändern will, mache ich das und dann mit aller Konsequenz.
Also, ich habe Superkräfte. Die nächste Frage. Frage Nummer 9. Die lautet: Drachengeschichten, deine liebsten Drachenserien, Filme und Bücher. Ja, also ich glaube, die Antwort, die ist bei allen so ziemlich ähnlich. Game of Thrones ist eine der besten Serien überhaupt. Es ist, finde ich, ne? Es geht ja hier nur, oder ich beantworte ja die Fragen. Ich habe diese Serie verschlungen. Gut, über die letzte Staffel, ich glaube, da sind wir uns aber alle einig, die war wirklich etwas, ich will niemanden spoilern, falls das noch nicht gesehen hat, aber es war etwas schade. Sagen wir das mal so. Also ich habe weder die Bücher noch irgendwas anderes zu der Serie gesehen. Mein Mann und ich, wir gucken mehr Serien an und von daher bin ich bei Filmen jetzt nicht ganz so bewandert. Und Bücher lese ich nicht, weil ich immer so meine Bedenken habe und das auch schon öfters mal erleben musste, dass die Bücher vollkommen anders sind wie die Serie und das kann ich überhaupt nicht leiden. Vielleicht lese ich mal irgendwann die Bücher zu der Serie, aber ich glaube mal eher nicht. Die Frage 10. Letzte Frage lautet: Glückstage. Du hast jetzt 3 Wünsche frei, was wünschst du dir? So gut, wenn du jetzt meinen Kanal kennst, dann weißt du auch die Antwort schon. Für meine Familie, die die Videos jetzt angucken, tut mir leid, tut jetzt bitte nicht die Taschentücher rausholen. Aber wenn es da noch geht, wünsche ich mir mein Vati zurück. Ich habe hier noch nicht drüber geredet, was passiert ist, das werde ich auch nicht machen. Ich kann nur so viel sagen, er hätte noch ein paar Jahre leben sollen. Gerade noch gesehen, dass hier oben noch 2 Steine fehlen. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Die Zeit nehmen wir uns. Was interessiert mich denn, ob der Kuchen fertig wird? Ich will painten. Okay. Jetzt interessiert es mich wieder. Wollen wir wieder drauf? Soll ich denn noch schnell meine Aufbewahrung kriegen? Das ist die Aufbewahrung von Ort dort. Ne? Das ist hier mit dem schönen Schniebel dran. Und zwar habe ich jetzt die Steine oder die Diamanten alle hier drin. Ein paar solche leeren Behälter habe ich rausgenommen, damit ich hier hinten die Diamanten reinklemmen kann oder die Tüten, die noch übrig sind. Und wenn die dann hier alle ausgefüllt sind oder wieder nachgefüllt werden können, dann verschwindet das und dann kommen wieder die ganzen rein. Und zwischendurch tue ich dann das auch immer mal noch Nummer sortieren, wobei ich das jetzt nicht so regelmäßig mache. Ich meine, im Endeffekt, die sind zwar alle hier kreuz und quer, aber ich finde es immer relativ schnell. Also weil ich gucke auch nach den Zahlen. Wenn ich jetzt irgendeine Farbe brauche, das ist ja auch immer bei dem Bild, bei der Legende von dem Bild ist das ja auch immer, und da gucke ich immer nach der Zahl und damit habe ich das immer schnell gefunden. Ist ja auch bedingt durch den Job. Ne? Ich meine, ich helfe da ja nur auch immer mit. Und da ist auch bei uns der größte Teil nach Zahlen sortiert. Und damit habe ich das im Griff. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Heute hatten wir eine Leseidee. Ich werde das Video noch schneiden und hochladen. Und vorher backe ich meinen Kuchen. Und hinterlasst mir ein Abo, ein Like, ein Kommentar. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.